So, Hans-Rudi, jetzt stehen wir hier vor deinem Archiv. Ja. Wenn du schauen, wenn du hier reingehst, das sieht mit dem Weitwinkel ein bisschen zünftig gross aus. Gehen wir mal rein. Es ist ja verdammt eng. Ich sage, es ist eigentlich nur ein Lager. Ja. Aber trotzdem finde ich immer wieder alles. Ja. Aber du musst natürlich schlängeln hier, oder? Hoi. Oder? Ich sage, ich muss jetzt suchen, wieder, wo habe ich das wieder? Ich habe ja nicht gut, ich muss jetzt mal schauen, da hinten. Da. Durch viele Schachteln und Boxen auch hier, oder? Und dort geht noch ein Stegel wieder ab, ne? Stegel. Ja, da so, jetzt habe ich da mal. Früher ist man da ins Den rausgegangen. Aha. Und das ist das ist ein Umbau. Muss ich dann da hinten, da, oder? Wahrscheinlich habe ich es dort hinten, also aber schon gleich. Ich habe es einigermaßen angeschrieben. Futterhund, ist das wieder ein enges Ding da. Ja, es sollte man da gerade Streichmesser geht, aber jetzt hänge ich da, wie du siehst. Und was hängst du? Ja, ein Kalender, da, wo es vorsteht. Da. Oder? Aber es ist doch gleich, oder? Macht doch nichts. Oder? Siehst du, ich kann mich hier nicht kehren. Oder? Ich muss seitwärts. Ja, das ist wirklich ein Abenteuer. Das sind zwar auf Rollen da, aber das müssen wir vorher Rollen haben? Das ist alles auf Rollen. Wenn ich jetzt hier hinten will, zu dem Gestell hier ein, jawohl, muss ich das hier und das hier durchschieben. Hier. Dann komme ich hier hinten. Ah, dann kommst du hinten zu dem Gestell her. Ja, dann da, ja. Also, Joss, hast du deine Tresine gehabt, gell? Dort weiter hinten, dort, aber jetzt kannst du immer wieder, ja. Genau. Aha. Das war ein Jugendfahrzeug gewesen. Aha, genau. Mit Hand betrieben, kann man sagen. Ja. Dort sind da um eine Ecke um. Liebe Zuschauer, wir kennen den Hans eben schon lange. Ich bin in der Schulstrasse 20 nebenan aufgewachsen. Und der Hans-Rudi ist dann so ein paar Meter da von mir weg aufgewachsen. Genau. Und darum rede ich von der Tresine. Ja. Wir haben dann hier natürlich eben, wie gesagt, du hast immer gerne ein bisschen geschraubelt, gell, irgendwie? Ein bisschen schon, ja. Aber mehr fast ins Elektrische tue ich mehr eher ein bisschen, aber auch nicht gerade ausgiebig. Nur ein bisschen geblöbelt. Und dann unter uns, unter den Buben, bist du eigentlich dann sehr, sehr ein aufgeschlossener, lustiger gewesen, gell? Ja, eher ein zurückhaltender. Ja, aber nicht bei uns, weißt du, nur aha, bei wenn wir das Milchkessel geschwenkt haben am Abend. Nein, bei uns schon nicht, das ist schon klar. Wenn wir durchgegangen sind. Und so ist schon anders. Wenn wir sagen, schon stehen bleiben, was ist denn da so links und rechts? Was ist denn da so? Ja, da sind jetzt einfach einmal alle lokalen Publikationen da, verschiedenste, oder? Jawohl. Nicht nur Jahrbücher und so weiter, so vergriffen und so weiter, etc. Da ist die Kinogeschichte vom Kiwi Werderberg da. Dann sind dort diverse Sachen, Bücher etc., alte historische Sachen. Da sind in diesen Schachteln sind neuere Broschüren, Festschriften und so weiter vom ganzen Werderberg und Obertoggenburg gesammelt. Und teilweise, oder? Der Rest ist dort unten, oder? Da oben sind wieder liechtensteinische Jahrbücher etc. Dann haben wir hier Publikationen, laufende, die ich sammle etc. Jawohl. Und ein kleiner Abstellraum, da, von hier zu oberst bis zu unterst, sind einfach buchsische und werderbergische Dokumente. Sagen wir jetzt alte Protokollbücher, Druckerei Schöp, ganz zum Beispiel, Buchsbroschüren, Osnidiner, EWB aktuell. Da alte, mal ein Band, alte Tragtaschen, Kaffiriner, uralte Dinge etc. Azima Sportclub und so weiter. Hoi. Harmonie Buchs. Dann von der Kapelle Schwarz, die ehemalige. Das Dingschild, das dort in der Kapelle gehängt ist, 100 Jahre Harmonie Buchs und so weiter, so Zeug. Das ist Wahnsinn, alte, was du... Alte Waschplätze von der Firma Kubik da unten. Genau, und kannst du dich erinnern? Dort hat es mal brennt, gell? Ja, das Haus ist abgebrannt. Und da haben wir dann alles mögliche Kontröte und so weiter, einen Hagrafen gemacht, einen geschossen oder so. 61, ja. Genau. 1961 ist es abgebrannt. In der 6. Klasse bin ich gewesen. Und in der 6. Klasse hat es eine Art angefangen, mein Interesse am historischen alten Buch, wo ich in der Obertidli oben das gefunden habe. Das ist, hat meinem Grossvater gehört, Michael Rohr, den ich nicht kennt habe, Lehrer. Das Schlussheft zu der Werderberg-Chronik von Niklaus Senn. Das habe ich gefunden, in einem Büchestell verstoppt auf der Obertidli oben. Habe ich das mal eingenommen und ein bisschen geschaut, oder? Reingeschaut und habe es sehr interessant gefunden. Das ist bekannt, oder? Da gibt es einen Notdruck, etc., oder? Ja. Das ist im Jahr 1961 gsi, als ich in der 6. Klasse war. Bin ich der Erste gsi. Und dann ist es immer weitergegangen, das Interesse. Ein paar Jahre später
habe ich wieder etwas gefunden, Robert Thiele. Eine Schachtel, eine grosse, alte Kartonschachtel mit Brief drin, Ansichtskarten von Buchs. Und das eben hat mich dann fasziniert. Das haben wir natürlich den einen Stuben geschaut, nur noch neu versorgt. Dann hat es dann auch angefangen, die Sammler Freude. Dein Vater war ja Lehrer, gell? Ja, ich war Lehrer, ja. Ich kann mich erinnern, weißt du, wie an die Stube reinkam und hat einen Haufen Briefmarken dort gehabt. Er war schon ein Sammler. Er war ein Sammler und ich habe noch ein bisschen gesammelt, oder? Ja. Oder? Er hat mir ein paar gebraucht immer wieder, oder? Da übrigens jetzt wieder ein bisschen am Rande sammeln. Ja. Oder? Ich bin dort zum Briefmarken sammeln gekommen. Ja. Hat dann wahnsinnig viel, weißt du, nicht abgelöste Briefmarken gehabt. Und dann habe ich natürlich, ich war ein ganz junger Bursch und so weiter, habe ich ein paar mitgenommen. Und dann hat dein Vater dann gesagt, so, du hast dort ein paar mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, oh, ein schlechtes Gewissen. Dann hat er mir gerade ein paar geschenkt und von dort weg. Ja, weißt du, weil er so ein bisschen. Das habe ich nicht gewusst. Eigentlich habe ich es ja gestohlen, aber weil man dann, er mich so gedeckt hat, von dort hat er noch meine Freude im Briefmarken sammeln. Dein Vater gesehen, der das gemacht hat. Und du bist für mich immer äußerst ein interessanter Mensch gewesen. Also mir wäre es nie aufgefallen, dass du zurückgezogen gewesen bist. Wohl, an der Schule schon. Oder? Schon? So, du gerne in die Schule gegangen. Meine Güte, bist du nachher verwacht. Ja, gut, das ist natürlich. Gell? Weißt du, und dann noch die Sammlertätigkeit hat er natürlich schon erst später eingesehen, in den 80er Jahren. Ja. Und ich dann mal ein Inserat laufen haben, wie und da, gesucht. Ja. Alte Postkarten und Fotos etc. Ja. Habe ich ein grosses Echo gehabt, oder? Dann bin ich zu den Leuten heim, habe die angeschaut, die Fotos, und habe sie mit heim und noch daheim abfotografiert, reproduziert, hochwertig und nachher wieder gebracht, den Leuten. Also, so geht das heute noch, oder? Es sehen dann die Leute sagen, du kannst das behalten, das wollen wir nur. Aber wer ist denn das Können? Das habe ich mir so sagen. Das ist nicht ein Können. Das ist eine Aneignung von Wissen, kann man sagen. Du hast ja einen Mechaniker gelernt, gell? Ja, der Beruf war Mechaniker. Aber jetzt, weißt du, die Genauigkeit, die du jetzt hast, ist dir nicht gleich noch ein bisschen entgegengekommen? Obwohl, doch, natürlich. Als Mechaniker musst du genau sein, arbeiten, oder? Mhm. Auf ein Zehntel, auf ein Hundertstel Millimeter genau, oder? Da nicht gerade, aber da musst du einfach genaue Daten musst du erfassen und wiedergeben und schreiben etc. Nicht irgendwie ein falsches Datum oder eine falsche Sache interpretieren, oder? Sondern es muss einfach stimmen. So wenn du es eruieren kannst, oder? Ja. Nicht jede Foto kannst du sagen, oh, das ist den und den aufgenommen worden. Leider, oder? Haben wir nicht. Ja. Hingegen die Fotos, die ich hier habe, oder? Das ist jetzt zum Beispiel Kindergarten Buchs 1927, oder? Das, oh ist Gott, ja, das ist klar, oder? Das ist ein Dokument, oder? Ja, von Buchs, oder? Ja, natürlich. Oder? Du hast dich immer interessiert für Leute, du kennst es so heute noch, gell? Ja, und dann, oder Schauturnen Buchsturnverein zum Beispiel, oder? Ja. 1911 da. Ja. Das habe ich auch überkommen, oder? Das habe ich dann behalten, oder? Und da das dann, oder habe das schon reproduziert mit schwarz-weiß Analogfilmen. Eben, das hast du auch noch gemacht. Das mache ich jedes Bild, das ich hier habe, das ich noch sichere mit einem Film. Also Analogfotografie, schwarz-weiß hochwertig, oder? Das machst du selber, oder? Mache ich selber. Zum Teil gibst du aber auch etwas in Auftrag, gell? Nein. Gar nicht? Nicht. Eisenbahner Gesangssektion Buchs 1909 ist auch so leicht vergilbt. Das kann man ein bisschen rausholen mit den Fotografien, mit den heutigen. Bei Bedarf, oder? Ja. Oder bei Publikationen, da ist digitalisieren. Also digital fotografieren und dann veröffentlichen. So. Jawohl. Und denke, seit 96 bist du ja Chronist, oder, das Buchs? Genau, seit 1996 bin ich offizieller Stadtchronist, damals noch Gemeindechronist, von der Stadt Buchs jetzt, oder? Da tue ich alle aktuellen neuen Ereignisse aufschreiben, dokumentieren, bebildern, mit eigenen Fotos oder auch Angeschaffte, oder? Ja. Und dann gibt es pro Jahr gibt es so ein dickes Buch oder so, auf Blätter, oder? Das tue ich abliefern. Die Stadt, oder? Und das Doppel behalte ich für mich daheim. Unglaublich. Es gibt eine grosse Reihe, gibt es einen Doppel, das habe ich dort hinten aufbewahrt, oder? Und pensioniert bist du schon Weile? Ja, seit 2014. 2014? Ja, 1990 bis 2014 bin ich vollberuflich Journalist beim W&O, also Reporter. Da bin ich auch wirklich viel um mich gekommen, oder? Ja, aber du hast ja fast ein geschichtsträchtiges Datum. Und natürlich. Ja, schon vorher fotografiert, Ereignis, oder? Ja. Seit 1965, so ungefähr. Jawohl.
Und dann 1970 ist ja die Drehbrücke eingestürzt, oder? Ja, kann mich erinnern. Da bin ja. ich noch Ende leer gewesen, oder? Das einmal, nein, da bin ich gerade aus der Lehre gekommen, oder? Hat es geheißen, in der Bude auch die Drehbrücke ist. Da habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Heute Abend wollte ich ins Kino verduzen, oder? Dann, oder? Das war der 14. August 1970 gewesen. Da bin ich nach dem Feierabend schnell heim. Dort macht er also den Umzug und bin rein. Dann muss ich und habe das fotografiert. Oder? Nachher bin ich, das hat dann eben so ausgesehen da. Habe ich das ohne fotografiert wie all die anderen. Und danach habe ich gedacht, ja nein, jetzt gehe ich noch ins Kino von Dutz, oder? Aber das ist schon weit, wie komme ich so über die Brücke da? Überhaupt nicht, oder? Dann habe ich weiss jetzt nur genau, bin ich dann über diese Wabrücke mit dem Velo gelaufen, schnell auf der anderen Seite wieder angekraxelt, oder? Und dann auf dem Ried haben wir von Dutz durchgefahren, oder? Ins Kino. Ins Kino von Dutz. Und dort habe ich einen Wildwester angeschaut. Und den Titel habe ich aufgeschrieben, ich weiss es nur auswendig. Heim bin ich wollte über Seefeln, nur über die Dreibrücke, den Buchser. Oder? Das wäre ja streng verboten gewesen. Wahrscheinlich ist das so abgelaufen, oder? Ich weiss nur noch, vom Jörin, vom Pfarrer von Wildhaus, ja. Glaube, die Frau war schon irgendwie drauf gewesen. Ich glaube wirklich, umgekommen ist niemand. Ah, nein, ist niemand ja, umgekommen, ja. Schon niemand verletzt worden. Ja. Zwei Autos sind, ja, halt eins ist kaputt gegangen, oder das andere ist im halben Wasser hinten gewesen, das andere, oder? Genau, da, ja, ja. Das hat man dann rausgezogen wieder. Ja. Aber verletzt jetzt keine. Ja, dort habe ich schon noch mehr Dokumente. Du hast, weißt du, am 6. Juni hast du Geburtstag, ja, gell? Ja, 6. Juni. Weißt du eigentlich, du als Historiker und Chronist, das ist mir gerade so spontan ins Sinn gekommen, am 6. Juni 1944, ja. Da wäre also genau 70 Jahre vor deiner Pension, ist der längste Tag gewesen. Genau. Dann die Alliierten die Normandie ja. eingenommen, Invasion Normandie. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Das genau ist dann wahrscheinlich irgendwie Geburtstag in die Wiege gelegt worden. Vermutlich. Das ist historisch, ja? Vermutlich, ja. Vermutlich, ja. Ja. Ja, ich bin ja natürlich auch noch ein Nachkriegskind, oder? Ja, 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 ja. Also noch im vorigen Jahrhundert zum... Ja. Ja. Vording, also 1949, oder? Ja, ja. Das ist das, oder? Ja, ja. Das ist vier Jahre nach dem Krieg, oder? Ja, ja. Wobei, das habe ich nicht mitbekommen, dazu mal, oder? Das ist klar. Ja, aber eigentlich haben wir auch eine wunderschöne Kindheit gehabt, oder? Haben wir schon, ja. Ja. Wir haben eine wunderschöne Kindheit gehabt. Also der Vater war nicht Lehrer, aber streng, oder? Ja. Aber gerecht und Mutter sowieso. Ja. Meine Nachbüre, deine Untermieter, ist eine Kindergärtnerin gewesen. Genau. Trudi Loretz, oder? Ja, genau. Da hat mein Vater gesagt, unsere Gofen und muss nicht in den Kindergarten. Die kommen da spielen und so aus um. Dann ja, genau. Sind wir in den Kindergarten gegangen. Aber wenn wir dann dort waren, haben wir müssen also richtig ganz leislich rumlaufen oben dran. Also, wenn sie nervös war, ganz lieb, die Königin Trudi. Aber wenn sie nervös ist und geföhnt hat und dann wir im oberen Stock und wir noch etwas rumgelaufen sind, hat sie Angst gehabt. Ja, dann sind wir zu dir durchgegangen. Das kann mich noch gut erinnern. Ah, ja. Ja, wir sind nur zu euch durch. Weiss ich schon noch. Oder zu Rudi unten haben wir die Spiele gemacht, oder? Weiss ich schon noch. Und dann gegenüber haben wir einen Apfelkaken, gell? Der alte Bösch dort noch. Ja. Da. Ja, genau. Dr. Bösch, Dr. Hans Bösch, ja. Und der Bayer gegenüber hat einmal geflucht und geschnarrt, wenn wir mit der Dresin über die Kreuzung über die sind. Ja, da kann ich mich gut erinnern. Ja, da Kreuzung da, ja. Da bist du noch verrückt, aber gut gewesen, oder? Dr. Bösch, von dem habe ich auch Dissertationen da in dem Archiv. Ja. Und dann schräg gegenüber war der Kupferschmied, nochmal ein Lehrer, ja, gell? Ja, nochmal ein Lehrer, Zrefis, oder? Ja. Mein Vater war auch Zrefis-Lehrer, oder? Ja. Und dann waren wir Einkesser von Schulen und Lehrern, gell? Wir sind eine Art fast, wir wären unterdrückt gewesen. Ja, und unter eindeutig, den Knoten gewesen. Eindeutig. Aber sind wir nicht. Aber am Abend haben wir die Freiheit genossen. Am Seeg-Schulhaus vorbei, dort in der Milchzentrale. Ja. Und das Kändchen geschwungen, bis die Milch übergegangen ist, oder? Ja. Mit dem Stangenköp. Und dann bist du noch Gemeindepräsident geworden, gell? Ja. Genau. Ja, so bist du noch drei Jahre gesehen, haben wir einiges erlebt. Ja, wo wir ja völlig unterschiedliche Alter sind. Aber ich habe von euch wahnsinnig viel gelernt, gell? Total unterschiedliche Interessen noch, oder? Ja. Nein, ich hatte noch Interesse gehabt, an den Schweizer Schauspielern und Kabarettisten etc. Wahrscheinlich bin ich drauf wegen Paul Bühlmann, wegen Pauli Bühlmann. Genau. Rudi Loretz und Spitti waren eben die Anten von dem berühmten Paul Bühlmann, wo etwa die eine war mit dem weißen VW. Und die Tochter von Paul Bühlmann, Agnes, hat mir einmal ein Autogramm gebracht, oder, daher. Mutter von Paul Bühlmann war die Freundin von meiner Gattin. Sie sind das Buch aufgewachsen, oder? Ja, natürlich. Da ist die Verbindung zusammengekommen, oder? Dann habe ich natürlich allen
damaligen Schauspieler und Kabarettisten geschrieben. Oder? Da habe ich überall ein Autogramm, ein echtes. Rudi Walter, Walter oder mit dem Alfred Rasser habe ich Kontakt gehabt, schriftlichen und so weiter, Emil etc. etc. Habe ich alles, das ist jetzt, sind noch viele gestorben schon, oder? Ja, und Rudi hat eben auch, weißt du, die Lippune vom Knie kennt, weißt du, vom ja, das ist Margaret Knie Lippune. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, dort, das ist schon interessant. Sie hat Margaret Knie Lippune, ist noch zu meinem Grossvater in die Schule. Jawohl. Oder? Zum Lehrer Michel, oder? Ja, ja. Und wo mein Grossvater gestorben ist, an 49, ich habe ihn nur gekannt, oder? Hat die Margit Knie-Lippuner meiner Grossmutter, Frau vom Grossvater, einen Beileidsbrief geschrieben. etc. Und unter anderem hat sie geschrieben, eben sie, Margit Lippuner, sie hat dann zum Gross, zum Lehrer Michel in die Schule. Sie war ein bisschen strenger gewesen, aber man hat viel gelernt. Gut, das ist auch ein Dokument, das habe ich auch. Du warst ja immer sehr gebildet, also sage ich es einfach so, das war immer mein Eindruck, ja, interessant. Nein, gebildet. Ah, du warst ein Tüftler, du hast keine viel können. Auf ein bisschen still, ein kleiner bisschen mehr geschafft, oder? Nie, ja, nie gross rausprallegen, Deutsches, oder? Ja. Und eben darum sagen, eher ein bisschen zurück zu... und ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ja. Jugendbücher, ja. Wahnsinnig. Ja. Ganz verrückt. Ja, wir haben nichts anderes können, oder? Dann habe ich es nochmal gelesen. Kein Fernseher kann nichts, oder? Zum Teil habe ich die noch original auf. Nein, ja. Fernseher, nicht einmal ein Telefon, nichts. Hast du Karl May gelesen? Nein. Weniger. Was hast du denn so gelesen? Ich habe meine Schwester gelesen, Karl May. Ah. Ja, also, der Jugendabenteuerbücher, der dicke Peter, der Schützenkönig, oder? Und so Zeug, oder? Ja. Die habe ich übrigens noch alle. Ja. Ich lese dann wieder einmal übrigens. Ja, ja, und weißt du... Irgendwie... Ja, aber das Lesen ist eben, Lesen allgemein ist eben schon gut. Wirklich ganz gut lesen. Aber wie bist du ausgerechnet auf Mechaniker gekommen? Ist ja völlig schräg eigentlich, im Grunde genommen. Es ist der falsche Beruf, muss ich jetzt heute sagen. Aber was hast du wollen machen? Ich habe doch beim besten Willen nicht gewusst, was ich wollte lernen. Da hat es geheißen, ja, du solltest einen Beruf lernen jetzt. Da irgendetwas. Oder geh mal dort zum Marokkai dort. Ja. Schauen. Zuerst mal nur eine Woche, oder? Ja. Dann halbwegs sage ich, ja, das könnte man eigentlich, ja, warum nicht, ja, mach ich es halt, oder? Ja, dann 4 Jahre gelernt, ausgelernt, oder? Ein Jahr lang durchgearbeitet, dann habe 18 Jahre lang Zivil geschafft und einen Beruf, oder? Ja. Nebenbei natürlich immer für die Zeitung geschrieben, etc. Aber der Vollberuf ist nicht das Ideal. Also für die Zeitung geschrieben hast du seit den 70er Jahren? Seit 1976. 76, ja. Habe ich angefangen. Ja. Und dann 1990 den Reporter? Ja, dort haben sie... Die Reporter haben einen zusätzlichen Mann gesucht, oder? Als Reporter zum Beispiel, oder? Haben wir dann überlegt, ja, was mache ich jetzt da jetzt? Hat zwar jetzt schon 5 Tage in der Woche, weißt du? Ja. Oder Beruf, oder? Samstags und Sonntags, was ist denn nachher, oder? Ja, aber es war ja viel besser gewesen nachher, oder? Aber eben der HRR, ja. Das war natürlich dort schon Markenzeichen, ja. Gewesen, bevor du Reporter warst. Ja, das ist dann schon. Eigentlich seit 1976, dort habe ich gesagt, dass ich HRR schreiben, oder? Und du bist jetzt wahnsinnig nach bei den Leuten, alle. Ja, sehr nach. Ja. Und jetzt im Berufsleben, nachher dann, 1990, bis jetzt und immer noch viel näher, oder? Ja, das war ja kein Problem für mich, oder? Ja. Überhaupt nicht, oder? Ich bin gut an verschiedenen Veranstaltungen, wenn ich den Auftrag habe. Ja, das ist ja nicht gedacht, ja, jetzt gehst du hin, oder kennst dich nicht mehr. Ja, ich denke, da kennt man wieder alles, oder nicht kennen so. Kein Problem, null Problem. Mit Leuten schwätzen, oder ein bisschen diskurieren, oder? Mit dem Velo kommst du nummer? Nein, mit dem Velo kommen wir nummer. Nein, das Velo ist Jahrgang 1962, wo ich vom Vater bekommen habe, wo ich in die Sekundarschule durfte gehen, oder? Dem bin ich lange rumgefahren, bis in die 90er Jahre, oder? Ja. Ja, bis 2014, so, oder? Dann gehst du zu Fuß oder mit dem Auto? Oder? Jetzt gehe ich auswärts mit dem Auto und sonst zu Fuß. Buchst du mir einen Reifen zu Fuß? Jetzt habe ich ja Zeit, dann muss ich nicht immer so. Jetzt muss ich sowieso rum. Oder? Schön mit aller Ruhe alles machen. Zeit schauen, früh dort sein, überall, oder? Ja. Hetzerei brauche ich nicht mehr. Ja. Überhaupt nicht. Du wirst 74 erst, gell? Ja, der 74 im 6. Juni von diesem Jahr. Du musst sagen, das ist Jahr 2023. Im Fall, das sollte schon, wir haben jetzt noch März, gell? Noch nicht 1. April. Genau. Ja. Dann bist du dort der Reporter geworden. Ja. Und dann muss ich sagen, dann hast du die Zeitungen gefüllt. Also, seien wir ganz ehrlich. Also, das hat ja manchmal seitenweise HRRG. Ja, und der Alfier machst du heute noch, gell? Heute noch Alfier, ja. Ja, da hat es jetzt gerasselt. Ja, das ist gut. Ja, das war ein Beruf, du musst etwas müssen liefern, oder? Ja. Zum Laufen hast du noch müssen liefern, oder? Ja, das ist kein Problem, überhaupt nicht. Das ist heute noch kein Problem. Weißt du, du hast schon als erste digitale Kamera gehabt? Oh,
Die erste private digitale Kamera ist ein Nikon. Ein Coolpix? Nein. Schon ein Nikon, eine normale. Also ja. So, aber nur mit 3,2 Megapixel. Oder? Ja. Vorgängig musste ich dann vom Geschäft aus in die Firma Keystone auf Zürich schauen. Das ist eine Bildagentur, ja. Weltbekannte. Dort bin ich schauen wegen einer so einer Kamera für das Geschäft. Oder? Jawohl. Dann hat mir dann eine zugetan, oder? Und dann habe ich auch eine selber bekommen. Oder? Also wie es eben weg. Also ich noch behalten konnte. Ich habe sie übrigens noch. Natürlich nur im Betrieb, ist klar. Aber weißt du, wenn der Entschuldigung, ja. Früher habe ich natürlich den Film selber entwickelt für die Redaktion. Eben, oder? Ja, ja. Film um Film, aber richtig entwickelt, wie es muss sein, oder? Dass sie haltbar sind nachher. Oder? Und da hast du alles noch, das habe ich alles. Das habe ich also. Die Entwicklung war richtig, alle Filme habe ich noch, alles vorhanden. Ja. Wahnsinn. Und ich habe wahnsinnig gerne fotografiert analog, mit Analogkamera, so mit grossem Negativ. Das mache ich jetzt noch, oder? Das mache ich gerade so gerne wie digital. Ah, das fast lieber. Du siehst nicht, was du fotografierst, aber du musst auch zuerst überlegen, was du fotografierst. Und wie es machst. Dann machst du Komposition zuerst natürlich. Das ist, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Es zahlt sich natürlich nicht wirklich aus, gell? Das hat natürlich nein. Nicht. Ja, nein. Das spielt keine Rolle, oder? Du aber hast schon vieles am eigenen Sack gezahlt, oder? Ja. Fotoapparat habe ich alle selber gezahlt. Und dann ist alles mein, oder? Ich selber gezahlt, was ich für das Geschäft gebraucht habe. Ich hätte eine Geschäftskamera haben, oder? Nein, habe ich nicht wollen. Selber Kamera kaufen, weil ich ja selber gebraucht habe, oder? Analog sowieso. Und gerade auch für das Geschäft brauchen. Ja. Ja, aber keine Vergütung bekommen, das braucht alles nicht, oder? Beruf gewesen, oder? Lohn bekommen, das war alles gut gewesen. Ja, genau. Du bist einfach ein Idealist. Ja. Und angefressen, gell? Ein Uhren Engagement, gell? Ja, ein bisschen. Also die Pension kommt für dich nicht in Frage? Nein, nichts da. Und einfach den Tag hin pralegen oder etwas machen. Und nein, das kommt nicht in Frage. Nein, es ist nicht unbedingt strukturiert, oder? Der Tag muss auch nicht, oder? Ich stehe auf, wenn es mir passt, wenn ich etwas mache, das, was mir dann gefällt, etc. oder auch nicht. Oder, dann mache ich dieses und jenes etc. Oder? Einfach, was so anfällt. Sicher mal die Lektüre jeden Tag, das ist klar, ausgiebiger. Radio, Fernsehen tue ich leider nicht konsumieren, gar nichts, oder? Da versperre ich mal schon wieder einen Haufen Stunden, oder? Ja, und einen Haufen negative Nachrichten natürlich auch, oder? Bleibst du immer ein bisschen positiv, oder? Ja, ich bin grundsätzlich bin ich ein positiv eingestellter Mensch, also und ganz positiv. Also, was soll ich denn sonst? Oder? Warum soll ich mich, und jetzt überhaupt in der Pension, wieso soll ich mich durch irgendetwas belasten? Irgendetwas spielt keine Rolle mehr, oder? Kommt nicht in Frage. Das tut mich abstoßen. Irgendwie schlechte Nachricht, oder irgendwie, das prallt ab, oder? Das brauche ich doch nicht, oder? Ja. Nein. Einmal bist du noch auf einem unheimlichen Hungertrieb gsi. Hast du abgenommen? Ja, abgenommen. Aber mit Dunkel sei nur der gleiche Hans-Rudi gsi. Ja, das stimmt. Ja. Das ist nicht ganz das gleiche. Nur das gleiche? Nein. Dann bist du auch ein bisschen kiebiger gsi manchmal, nicht? Oder täuscht mich da? Nein, ist nichts. Nein, selbst nicht. Nicht? Aber nur gerade da. Also das ist, man macht halt etwa nichts, oder? Weißt du, wir haben es eben gesagt, Herrgott, schau mal der Hans-Rudi. Haben sie mir gesagt, sollte schon langsam ein bisschen abnehmen wie der Hans-Rudi. Haben sie mir gesagt. Ja, ich habe es nicht probiert, aber geschafft habe ich es nicht. Aber das Gewicht, das hält jetzt seit Jahrzehnten, wieder. Ja. Oder? Ich nehme wieder ein bisschen ab. Effektiv. Also nicht unbewusst halt, oder? Ja, das ist schon gut, oder? Ja. Aber im Kopf bist du unglaublich gut. Ja, das ist Wahnsinn. Das nehme ich jetzt momentan noch nicht ab im Kopf. Nein. Wahnsinn. Aber jetzt weißt du doch, du hast mir jetzt so, hast nicht du mal irgendetwas Teufels in der Jugend? Wie ein Masern oder ein Hirnnotentzündung? Das ist eben so. Ja. Weißt du, ich bin auch nie krank. Ich habe nie etwas. Ich habe keine Ansteckung, nichts, oder? Ja. Keine Grippe, Corona, nichts. Ja. Ich komme nichts über nie, oder? Genau, das ist darum, weil ich früher als Golf immer krank war. Es ist im Blut ist irgendetwas gewesen, oder? Jährlich bin ich 3 bis 4 Mal ziemlich krank geworden, oder? Jawohl. Immer krank, oder? Ja. Wie im Spital und so weiter. Ja, immer, gell? Dann hat einmal ein Arzt gesagt zum den Eltern, wissen Sie, der Bub, der tut das sehr wahrscheinlich mit dem Alter auswachsen in die Krankheit. Jawohl. Ich weiß nicht, was es ist, oder? Ja. Tatsächlich war es so gewesen. Den letzten Schub hatte ich noch mit 19 gehabt, aber nur einen leichten Schub, oder? Ein schlecht, weißt du, nicht gut, oder? Ja. Und das habe ich wirklich ausgewachsen, das Zeug. Das ist
etwas im Blut gewesen, ich weiß nicht recht, Aceton oder was, aber ich weiß doch auch nicht was. Oder. Und seither bin ich eben nie mehr krank gewesen. Weißt du, ich habe genau gleich gehabt. Seit 19. Ja. Und dort musste ich Antibiotikum müssen und Fieber gehabt und vor ewig etwas Hals weh, Ohren weh, alles ist Teufel. Weißt du, du bist schon mal beim Doktor ganz dabei gewesen. Ja, natürlich. Dort, wo du Musikschule bist, gell? Wir hätten müssen von der Schule ausgehen, ja. Oder? Ja, ja. Oder? Ja. Ja, ja. Wenn ich dort hinkomme, schmeckt es jetzt noch, ja, ja, so süßes Antibiotikum. Kasper ganz dabei, ja. Da hat dann schon einen strengen gesehen und einen wirklich echten Dorfarzt noch mit... Ja. Hornbrillen oder und so weiter. Ja, genau. Ja. Also eigentlich haben wir hier in dieser Schule das grafisch als altes Kamur gebraucht. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Es war eine Metzgerei, Sturzenegger. Genau. Bäckerei, Wirt, oder? Fahrerberger. Ja. Genau, ja, ja. Der Milchmann ist vorbeigefahren. Milchmann ist Kuh, oder? Mit dem Rossen und mit allem der zusammen. Der Wirt mit der Halbmühe. Ja, hey, oh, Hans Uwe. Die finde ich nicht mehr. Gell? Würden wir jetzt... Der Gehalt mögen wir jetzt hier essen. Ja, da. Und ein Kohlenfrost dazu. Kohlenfröschli, ja. Ja, hat es alles genommen. Also halt mal, aber vielleicht gibt es wieder mal, ich weiß es nicht. Das Einzige, was immer der Einheiler vergunnet hat, ist Barriere. Die haben immer spät in die Schule kommen und können sagen, Barriere sei zu gewesen. Also die Strasse, Bahnstrasse, oder Babel? Ja. Der ist da und der ist wahnsinnig viel an. Den habe ich auch dokumentiert und fotografiert. Ja, ja, der ist immer ja, so. Ja, jetzt zwingen wir uns da noch mal durch. Probieren es mal, wie nachkommen. Das sind alles Reproduktionen? Ja, also von einer Art, oder? Und dann habe ich natürlich noch viel mehr. Das ist nur professorisch abgelehnt, kann man dem sagen. Oder? Was ist das? Der berühmte Kabarettist Alfred Rasser. Das ist ein Brief von Alfred Rasser. Du weißt, der hat den Läppli gespielt. Ja, ja, genau. Oder? Und was ist das, ein Originalbrief? Oder das ist ein Originalbrief, ja. Woher ist das denn? Ja, der hat mit dem korrespondiert halt eben. Oder? Er hat mir auch Schallplatte geschenkt. Der Läppli? Ja, ja, hat man schon. Oder? Ja, und da habe ich noch mehr dahin, so Zeug. Ja. Da habe ich separat. Aber eben, das sind ja unglaublich wertvolle Sachen. He? Eben, das sind separat dahin. Ja, aha, okay. Mehrere Sachen von den Schauspielern gesehen. Das ist nur nebenbei. Da hat die Adresse so geschrieben, Ecke und so weiter. Der Lehrer Michael Hanser oder Bub oder. Du, ist denn das, weißt, habe ich noch das Gefühl, oder habe ich mir früher mehr so gemerkt, oder ist der Umgang miteinander früher anders gewesen als jetzt? Von den Leuten untereinander so, weißt du? Oder hast du... Ja, ist schon anders gewesen. Natürlich ist es anders gewesen. Es ist ein bisschen, sagen wir jetzt so, der Umgang ist, man hat nicht miteinander immer einfach getroffen und einfach geredet miteinander. Das hat man nicht alle will. Man hat Heu gesagt oder Grüezi gesagt von außen, oder? Ja. Und wenn man etwas zu wenig hatte, dann hat man ausgeholfen. Genau. Oder? Ja, ja. Wir hatten auch Hennen hier, viele Eier. Genau. Eierverkauf gehabt, ja, ja. Nachbarschaft, oder? Aber sonst ist es eigentlich schon anders, ein bisschen anders gewesen. Oder? Und die ersten Italiener, kannst du dich erinnern, den Luigi, der dann immer am Abend gekommen ist, um die Lampen anzünden noch. Ah, das weiss ich nicht mehr. Molli, schon, kann mich noch gut erinnern. Ja. Ja, hat er auf einmal Baustellen in der Schulenstrasse dort. Ah, ja, kann mich erinnern. Ja, das, vielleicht habe ich das schon erfahren, aber bewusst kann man es jetzt nicht so sagen, nein. Aber was sind so, sind deine grössten Sammlererfolge, oder gibt es das nicht? Ja, es gibt einen ganz grossen Sammlererfolg, ist ein Album, was das eben da hinten, weit hinten versteckt. Meinst du, wir schaffen es, oder was? Nein, schaffen wir unmöglich. Das schafft das, da brauche ich noch zwei Tage, bis ich es vorgeholt habe. Das ist der... Vom Richard Andereck, das ist der Industrielle in Atzmoos, wo die Fabrik dort geleitet hat, früher Atzmoos-Weberei, oder? Der hat dort gezeichnet und Karikaturen gemacht, oder? Er war schon im Kegelclub, an einem alten Buchser, dann hat er die Situation, hat er wahnsinnig auf Postkarte gerissen, wahnsinnig viel Zeichnung gemalt und so weiter und Spruch dazu geschrieben. Das ist köstlich, ist das, ganz köstlich. Das ist das Original. Zeichnen und ja, sind das, oder? Mit Tinten weißt du, und alles Vieh. Das ist sicher gut, ja. Der andere grosse Schatz ist gerade da hinten dran. Da. Das sind original Glasplatten vom Fotogeschäft Buchmann und Fotogeschäft Müller von Buchs. Die habe ich bekommen. Das sind alle da hinten, oder? Mengen 100, oder? Ja. Das sind einmalige Dokumente. Ah, ich sehe schon, das hat noch verschiedene Lagen da. Wenn du etwas für rumst, jetzt hinten dran lötest und so weiter. Ja, oder du musst wieder ein Wägel für dich schieben, bis du dahinter kommst, etc. Oder 800 dB Heftchen habe ich auch noch.
Ja, ja. Die hast du schon da, oder was? Habe ich auch dort hinten. Er muss hinten. Meinst du, man soll ihn mal nach hinten oder schauen, muss hocken? Ich muss zwei Wägel für ihn schieben. Nein, warte. Nur mal zum Zeigen. Eben, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber das sind natürlich wirklich ganz, ganz enge Verhältnisse. Also, kommt man sich her. Also, wir zwei Schlanken kommen durch mit dem Eibeinstativ. Gell? Aber, mit Würgen kommen wir durch und mit Pause machen. Nein, Pause machen wir keine, sonst kommen wir nur weiter. Aber, gell, wenn man den Faden mal verloren hat, dann ist es vorbei. Einfach der alte Illustrierte, oder? Hast du die da? Oder? Da zum Beispiel sind die verpackt, da 1940 Schweizer Illustrierte, komplett etc. So jetzt. Ich habe die Schweizer Illustrierte, oder? Ja, ja, ja. Die habe ich von 1911 bis 1958 komplett, oder? Ja, ja. Nicht jetzt da, sondern nur dort hinten. Ja, ja. Eingebunden, schön, aber wunderbar. Aber das Frucht ist... Du weißt, wo das Zeug ist. Ja, ich weiß, was das Zeug ist. Und dann Nebelspalter Alte, weißt du, vor dem Krieg und nach dem Krieg. Und ganz interessante Sachen. Komplett. Ja. Wahnsinnig, du. Es ist unglaublich. Und sonst noch illustrierte viel und Zeitungen, oder? Etc. Du, schätzt jetzt da den Abstand, damit man sich ein Bild machen kann. Was ist das da? Hättest du 30 cm? Viel mehr ist es nicht, gell? Wo? Von der Wand da durch zu durch. Der Durchgang. Das ist nicht mehr als 30 cm. Nicht mehr als 30, gell? Da musst du manchmal quer laufen, oder? Eben, gell? Ja. Weil das ist schon alles auf Rolle da. Wie lange bist du noch mal da hinten, in diesem Archiv? Ja, wenn ich jetzt muss suchen, oder? Ja. Dann bin ich nicht länger als 20 Minuten. Dann nehme ich das Zeug in die Stube rein, weißt du? Ja, genau. Die Materialien schauen dort weiter. Also da findest du in 20 Minuten, wenn du den Auftrag überkommst, irgendetwas? Nein, nicht immer. Nein, kommt drauf an, oder? Ja. Manchmal, ich habe schon 3 Tage gesucht, oder? Ich habe gewisse Hass, oder? Ja. Aber Dann verleiset es mir nicht schon. Hast du nur eine Inventarliste? Teilweise noch. Teilweise ist nicht so lange vollständig. Zum Teil schon. Du hast Fotos, gedrucktes Glasplatte, was hast du noch? Filme schon, gell? Film alles habe DVD, CD. Tonbänder habe ich auch. Jawohl. Tondokumente von Buchs und Umgebung etc. Filme auch. Ja. Und viele Originalpostkarten natürlich auch. Ja. Oder? Ja. Im ganzen Werdenberg. Lithografien zum Teil, Stich auch. Oder? Und wie gesagt, Broschüren, alte und neue. Ja. Oder Studien etc. Bahnhofstrasse, oder ist ja gleich was. Oder? Das tut sich alles ansammeln. Da Buchs, Broschüren, Festschriften und so weiter. Oder? Ja. Zum Beispiel. Der Plana laufend etc. Es ist alles vorhanden. Ja, das ist unglaublich. Es ist ein Wahnsinn. Und das historische Buch da, die Montescheiner, oder? Aha. Oder? Ja. Das ist eben Bücher, ein altes Buch, oder? Das hat man früher vom Steinmann, vom Redaktor, hat das geschrieben. Es ist eine Geschichte, aber es ist halt ein Roman mehr, oder? Ja, ja, genau. Habe ich noch nicht gelesen, aber das Buch habe ich dreifach, oder? Aber noch nicht gelesen. Ja, ja. Oder? Du bist natürlich wahnsinnig am flotten Kerl, gell? Und dann suchst. Ja. Zum Teil stundenlang, hast du gesagt, tagelang. Ja. Aber verlangen tust du eigentlich dann... Ja, da kannst du nicht verlangen. Dann könntest du eben schon. Ja, kommt darauf an. Kommt ganz darauf an. Manchmal... Dann sie mir etwas offerieren, die Leute, oder? Ja, ich zahle denen schon etwas. Dann sagen sie, ja, das Material kannst du mehr zahlen, oder? Zum Beispiel, oder? Ja, gut, dann weißt du, Stunden und so weiter, 9 Stunden, ja, da kannst du vergessen, ja, das kommt mir noch in den Sinn, oder? Darum bin ich manchmal, ehrlich gesagt, froh, sie fragen mich nicht. Ja, ja, genau. Ja, gut, dann weißt du, eine Stadt kennt ihre Geschichte, Fragezeichen. Ja. Du wirst es kennen. Ja. Ja, weißt du, mit der Stadt habe ich schon ein gutes Verhältnis. Ich bin ja dort angestellt als Chronist offiziell, oder? Jawohl, ja. Das ist dann schon zahlt, oder? Ja. Also die Chronik führen, oder? Das ist schon gut. Ja. Aber meinst du, gibt es mal ein Buch von dir? Ja, es hätte schon eins gegeben. Ja, selbst schon. Weißt du jetzt nochmal, der Thies Isler kommt jetzt 800 Jahre Werdenberg, 100 Geschichten. Ja. Und jetzt, wann kommt dies? Das nächste? Das zweite? Überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Das erste ist, das erste ist irgendwo da. Aber ja, das ist mir einfach. Da bist du dann ein Aufwand, selbst, das kann dir gerade sagen. Du. Ja, schon, aber... Aber das ist, dann musst du einen Verleger haben, dann musst du Produzent haben, etc. Und Geld haben vor allem. Ja. Geld, Fundraising mache ich eben nicht, so Zeug. Ich gehe eben nicht betteln, weißt du, das ist meine weitere Eigenschaft. Ich gehe nicht betteln und sage, ich will ein Buch machen. Geld, das ist nicht meine, das mache ich prinzipiell nicht. Vorher mache ich etwas nicht. Ja, genau. Oder? Aber wenn es jetzt zahlt wäre, einen Auftrag hättest, dann könntest du das überlegen. Ja, ich könnte mir das überlegen, ja. Ja, aber das braucht natürlich wieder unheimlich viel Zeit, weil das geht wieder Zeit dort weg, oder? Und dann da wieder in Zeit, und natürlich was interessant, oder? Ja, ja.
Was sind so spezielle Erlebnisse, die du gehabt hast? Weißt du, in deinem Journalistenleben oder beim Sammeln? Das ist natürlich fast jeden Tag. Natürlich, zum Beispiel im Obertoggenburg oder im verschneiten Selimatti oben, oder, wo ich einen Geländewettkampf militärisch fotografieren musste, im Schnee dort. Oder? Mhm. Dann ist man mit dem kleinen Sesselbändchen dazu mal noch Selimatti-Alt-Sankt-Johann offen, oder, der geschneit. Bin ich neben dem Gorkommandant Rickert angefahren, oder? Ja, mit dem habe ich normal geredet, oder? Wie wenn nichts wäre. Ja. Oder? Das war kein Problem, oder? Ja, oder dann halt ein Fürst von Liechtenstein bin ich auch mal gewesen, oder? Also Franz Josef noch, gell? Ja, gefotografiert. Ja. Und mit dem Hans Adam. Seither kenne ich den Hans Adam auch, oder? Ja. Er mich auch, oder? Ja. Ich habe keine Berührung gesehen, gar nichts, oder? Oder mit militärischen Dingen, mit dem Bundeshausredaktor Hans-Peter Trütsch bin ich mal in einem militärischen Karren hingehockt, hat er mich umeinandergeführt, dort, wo man dann müsste bei Fotografie am Toggenburg, wo ein Weg war mit den Journalisten, oder? Das war kein Problem. Oder dann halt, gut sind halt die Dinge, die Bahn, Generalversammlungen, weißt du, oder? Wildhauserbahn und dann zumal noch Selamat-Bahn, oder? Das war immer gut, oder? Ja, das sind ja so die. Hast du deinen Journalismus, du deine Art, du kannst noch ein bisschen verbinden, weißt du so? Wenn du so die Bahnen ansprichst oder andere Sachen, weißt du, hast du können irgendwie, weißt du, Leute zusammenbringen durch deine Art von Berichterstattung, oder? Das glaube ich nicht. Nee. Nein. Ja. Ich bin einfach hergekommen zum Berichterstattung machen und fertig. Oder? Na, weißt du, ich habe nur gehört, hat mal einen eben gesagt, ich kann es nicht sagen, wer und zu wem. Jetzt hat er eben gesagt, der Hans Rudi Rohe, schau, hat er einen Bericht geschrieben und es hat wieder geschrieben, wäre es eigentlich gut und können wir uns nicht so treffen wieder. Und dann haben die zwei sich wirklich getroffen. Also, es ist wirklich um eine Reportage von dir gegangen. Und dort ist eben auch um Bahnen gegangen. Oder? Ja. Ja. Das weiss ich noch. Also, manchmal kann man schon die Art, wie man schreibt, vielleicht, oder? Vielleicht kann man das schon so sagen, ja. Eventuell, ja. Das ist schon möglich, ja. Aber das habe ich jetzt nicht bewusst mitverfolgt, sondern nicht darüber nachstudiert. Nein, ich würde sagen, du bist ein Wahnsinn, Schaffer. Ja, aber vielleicht stellst du das Licht dort schon mal fast ein bisschen. Unter den Scheffel, ja. Ja, ein bisschen. Tunkt es mir, ja. Ja, das ist meine Art. Ich bin eigentlich gar nicht gern. Eigentlich sollte ich da gar nicht da. Willst du es schwätzen? Eigentlich sollte ich gar nicht da sein. Das ist eigentlich gar nicht meine Art, oder? Ja. Mach es auf dem Viertel, wenn die Leute freuen, dann ist es okay. Für mich ist es okay. Aber es ist gleich schön, dass du da bist. Ja, wir haben wahnsinnig viel erlebt und ich muss sagen, da finde ich bewundernswürdig, wie du das machst. Gell? Etwas anderes, oder? Und wenn man mit dir rumläuft, du kennst wahnsinnig viele Leute. Das ist und man merkt, wie die Leute auf dich zugehen. Und du bist jetzt ewig lang Journalist und irgendwie, man hätte dich gern. Weißt, immer noch. Immer noch. Weißt, man hätte dich gern. Ja, es ist verrückt, aber es ist schön, oder? Oder man verrückt, ja. Manchmal ist es ein bisschen nicht hinderlich, aber wenn man denkt, jetzt muss ich dann dort rein, aber da musst du wieder überall Grüße sagen. Ja, dann sagst du halt Grüße, das macht doch nichts, oder? Denke ich dann wieder. Und dann lasse ich halt den Leuten immer noch zu, wenn sie etwas müde oder etwas reklamieren von der Welt und so weiter. Wie lange hast du vom Bahnhof bis zum Rheiner? Ja, manchmal eine Stunde, wenn ich auf der Bahnstrasse gehe. Sicher, ehrlich, nicht gelogen, oder? Ja, genau. Die Leute reden halt das Herz zu schütten, wenn man merkt schon, oder? Und ich halt mit dagegen reden und sagen, bist du mal still, oder? Schau mal, reden lassen, die Leute musst du ausreden lassen, oder? Ja. Was ist denn dir im Journalismus wichtig? Ja, die Wahrheit ist halt einmal, du musst eben schauen, wenn möglich, dass es wahr ist, was du schreibst, oder? Auch wenn es gegenüber dir denkt, ja, das kann ja fast nicht sein, oder? Dann musst du schon fragen, ja, ist das wirklich so? Das glaube ich fast nicht, oder? Und so weiter. Zeig mir nochmal und so weiter. Ja, aber sonst halt das Abenteuerliche. Nein, das Dokumentarische will ich sagen. Das ist für mich eigentlich fast wichtig. Ja. Etwas dokumentieren, oder sagen wir jetzt ein Haus oder etwas, oder was ist in dem Haus gewesen, in dem Alter, oder? Ja. Das Bewegung, hat das eine Geschichte, etc. Das interessiert mich noch. Hast du schwierige Reportagen gehabt, wo du denkst, dass du eine schlaflose Lächte gehabt hast oder so, oder nicht? Es hat nicht gehabt, aber der hat gedacht, das hätte sie nicht müssen, das hätte sie nicht müssen. Ah, das ist jetzt ein Hurensein, ich habe nicht gedacht, aber warum? Ja, nun machst du es halt, oder? Ja, was ist jetzt das schon wieder? Ja, etwas halber politisches Hypes oder etwas, ich weiss nicht mehr was. Auch aber ganz wenig, ja. Aber Politik ist manchmal schwierig, gell? Damit, wie du sagst, die Wahrheit trifft, oder? Also, darum, Politik und Sport, da haben wir eigentlich rausgehalten. Jawohl. Oder hat es wohl schon einen Winter-Triathlon müssen fotografieren zu Wildhaus, oder? Ja, was ist jetzt das wieder? Keine Ahnung, oder?
Ja, bin ich natürlich dort, oder? Ich habe gefragt, dort schwer dort ein Leiter, oder? Was ist jetzt genau das Wissen, was das ist, oder? Der Journalist muss schon nicht schüch sein und sagen, oh, ich weiß schon, was das ist, oder? Wenn du nicht weißt, musst du fragen. Dreimal fragen, spielt keine Rolle. Das Resultat muss stimmen, das Gedruckte oder das gesprochene Wort, oder? Mhm. Das Weg ist, oder? Jetzt, das hat jemand gemacht, ja. Weißt du es so gerade, wollen wir für den März sitzen? Ich glaube, der 28. oder was ist das? Heute ist der 27. März. Der 27. März. Wenn ist dein nächster Termin? Donnerstag. Aha. Also übermorgen. Jawohl. Das ist Hauptversammlung Ludothek Buchs. Aha, ja. Und die letzte Versammlung war am Freitagabend. Ja. Generalversammlung Schöfli. Liegenschaften AG, ja. Grabs. Und so bist du eigentlich rund um die Uhr beschäftigt? Ja, ja. Ja, ja. Nach dem Freitag, dann weiss ich, ja, im April habe ich natürlich wieder ein paar. Ja. Also reich wirst du nicht, aber reich an Erfahrungen? Nein. Ja, reich an Erfahrungen und an, sagen wir jetzt, Erlebnisse in dem Sinn, dass wieder Leute waren und die Leute erzählen wieder etwas, je nachdem. Oder? Genau. Und manchmal ist es noch lustig. Also musst du sagen, ich habe es schon gerne locker. Ja. Ich habe schon gerne mehr lustig und nicht trüb. Trübsal, pessimistisch, alle ein bisschen umrühren, das mag ich nicht in jedem Fall. Ja. Aber auch wenn es jetzt je nach Weltlage spielt, das jetzt überhaupt keine Rolle, wir sind jetzt da, wir machen jetzt das anders, oder? Mhm. Aber der Bob ist lustig. Also für mich, Karina, du hast doch nie Alkohol getrunken, du bist doch ein ja. Hochseriöser. Ich bin bis im, das mal, ja, früher, bis mit 24 habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken. Eben, gell? Nein, nichts, ja, gar nicht. Ja, das weiss ich immer noch. Und nachher noch eine Weile nicht, ja. Oder? Ist im Berufsleben ein bisschen, aber auch nicht übertrieben, oder? Und jetzt trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Aha. Weil ich ihn nur gerne habe. Ja. Komisch, hä? Ja. Wie ist es da dazu gekommen? Ja, weil ich erfahren habe, dass ich ohne Alkohol besser kann schnurren. Aha. Vor allem gescheiter, nein. Ja, gut, in einem engen Verhältnis sein, mag es noch nicht viel leiden, kannst, gell? Nein, überhaupt, da mag gar nicht viel, sonst geht dann mal auf. Nein. Ich trinke mehr Kaffee, aber auch nicht übertrieben. Ja. Heute habe ich jetzt keinen gehabt, aber ich muss auch keinen haben. Nicht jeden Tag. Aber du machst alles selber, gell? Haushalt, ja, mach alles selber, ja. Ja. Ich mache meine Brötli selber. Ja. Also, gut, der Küss ist jetzt nicht unten. Also, ich muss sie aufbachen, muss ich sagen. Wenn's so. Ja, der Küss ist gerade unten. Da, ja. Dann ist der Migros und so weiter. Migros, Aldin, ist alles in allernächster Nähe. Ja. Aber weißt du, es ist ja so, ich will nicht immer alles in allernächster Nähe können kaufen. Ich will mich auch ein bisschen bewegen und nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das suche ich überhaupt nicht. Oder? Ja. Also laufe ich halt von da im Bahnhof, Post und so weiter, wieder dort um etc. Oder? Ja. Könnte es natürlich einfacher haben manchmal, aber das muss ja gar nicht immer. Du musst ein bisschen beweglich sein, agil, oder? Nicht senil, agil, oder? Das sag ich schon. Aber für Ferien hast du keine Zeit? Ferien? Ist ja so, wenn ich bezahlte Ferien, jetzt bezahlt man Ferien, oder? Drei Wochen kannst du dort ins Meer und ich zahle dir alles. Malediven? Malediven zum Beispiel. Du musst gar nicht mehr... Ich sage, du, ich danke fürs Angebot, aber das ist für mich eine Strafe. Dort fühle ich mich... Nicht wohl, absolut nicht wohl. Nur schon die Reise, nur schon da, nur schon auf dem Bahnhof mit dem Flughafen. Ja, nein, hör mir auf. Nein, kommt nicht in Frage. Nein. Entspannung ist für mich da. Der Heiz, Buchs und Umgebung. Oder? Alles andere ist für mich keine Ferien, nichts. Ich habe ja jetzt Ferien immer. Oder? Das ausfüllen mit verschiedensten. Oder? Ja, das ist meine natürlich. Ferien. Ja, natürlich. Ja. Und wenn ich muss auf die Reise, oder? Packen, oder? Das tue ich gar nicht. Es ist ja alles schon da, ich muss gar nicht packen. Ich habe ja alles da. Warum denn fort? Noch Mühe machen. In den Restaurant gehst du viel, oder? Ja, nur bei. Nein, auch nur. Früher hat schon noch, ja. Ohne Auftrag. Jetzt nur noch bei Auftrag. Aha. Ich habe einfach keine Lust und keine Zeit mehr. Ja, ab und zu vielleicht, ja. Geh essen mit Deutschland vielleicht schon, ja. Aber sonst schon nicht, oder? Nein, auch einfach keine Lust. Aber weißt du, ich habe ja so viele Sachen, die ich muss machen muss und halt. Wenn ich vorgucke, ist es das Kino halt, oder? Ja. Das nimmt mir Zeit, Tage und Stunden weg, sagen wir so. Aber das ist wieder Vergnügen und Hobby, oder? Etwas anderes brauche ich gar nicht. Und manchmal machst du daheim ein Kino, gell? Ja, 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 natürlich. Ja, ein kleines Kino habe ich jetzt da. Ja, mit musst du noch ein bisschen viel umstellen? Aber... Nein, überhaupt nicht. Das ist alles eingerichtet. Nur Knöpfe, vier Geräte einschalten muss ich noch. Ja. Ah. Und Blu-ray einschieben, dann geht's. Herr Gott, lese nochmal. Ja, du hast da natürlich... Es war ziemlich teuer, aber es ist... Ja.
für die Filme, die ich verpasse im Kino. Kann ja mal sein, oder? Ja, ja. Aber Kino ist nach wie vor noch dein. Das ist nach wie vor. Seit 1968 gehe ich regelmäßig ins Kino. Und über jeden Film schreibe ich Buch. In ein Büchli schreibe ich Buch. Also, Mensch. Also Milchbüchli habe ich dort bei 10 jetzt voll. Der blaue da. Also für dich? Für mich. Auf jeder Seite haben 20 Filmplatz, ja. Ja, aber dann muss man den Film mal veröffentlichen. Nein, das ist nur für mich, zur Erinnerung, dass ich den Film jetzt zweimal schaue. Oder so halt. Dann gehst du heim und schreibst, oder während dem Film schon? Ja, dann geh heim und schreibe das gerade ein, oder? Ja. Das Büchli und ein anderes Büchli tue ich es alphabetisch auch noch. Oder ich schreibe, ich kann das noch zeigen, aber das gehört dort zum Vergnügen. Also hast du in der Stube oben, die Büchli? Ja, das habe ich dort im Schrank. Gucken wir mal noch kurz dort rein. Ich kann noch schnell zeigen. Dann werden wir mal noch dislozieren. Ja, wenn wir es wieder rauskommt, das ist die andere Frage. Dort geht es natürlich noch rundum. Da hat es x verschiedenste Dokumente, wie man es hier sieht, oder? Ja. Überall verstaut und angeschrieben. Fotos sind hinten drin. Ansichtskarten sind zum Teil da hinten, aber negativ. Und dort hinten sind Haufen Dokumente. Genau. Wir gucken uns einfach nicht rein, weil es eben und eng und noch ein bisschen dunkel ist es dort natürlich. Aber ja, wenn du Licht brauchst, kannst du natürlich Licht machen im Jahr. Ja, ich habe hier einfach normal das Licht. Hier hinten schon normales Licht, oder? Manchmal verdeckt das Licht sogar schon ein bisschen wegen diesen Schachteln überall. Aber dann habe ich auch eine Taschenlampe, oder? Genau, ja. Oder? Und wie gesagt, das ist ein Lager, oder? Da kannst du nicht arbeiten hier hinten. Ja, natürlich, oder? Ja, ja. Aber reden kann man da, interessant. Reden kann man da hin und einen Film machen kann man auch da hin. Siehst du? Aber mehr kann man nicht. Und natürlich, im Sommer ist natürlich da hin schön kühl, muss ich gerade auch noch sagen. Aha. Aber ich kann schon nicht da hinhocken, wenn es mir sehr angenehm bin. Und das war vorher das Ding? Entfürchtet. Das war ein Teil vom Ten, der dann da hingegangen wäre. Noch, aus, oder? Ja. Jetzt ist einfach da der Archivraum, habe ich da, Machelau. Ja. Stabil, oder? Ja. Oder? Und jetzt ist es einfach das, oder? Und da ist eben ein Feuchter drin, den sehen wir ja auch, gell? Ja, das musst du einfach schon... Damit dass die Dokumente schön bleiben. Musst du entfeuchten, weisst du, das tut automatisch, oder? Aber eben, jetzt hat es 3-4 Grad und drin ist es recht angenehm warm. Ist genau richtig eigentlich, ja, nicht? Eben, da hinten dort ist ein Thermometer dort noch und ein Hygrometer und da. Ja, ich kann mich eben nicht brüllen, hä? Ja, ich weiss. Ja. Nein, so aus dem Sommer ist es hier schön angenehm kühl, entfeuchtet hier. Mhm. Oder? Im Sommer tut es mehr entfeuchten etc. Ja. Es ist auch wichtig, oder? Weil es hat okay, es darf keinen Insektenbefall haben bei diesen Archivalien. Aber sagen wir Bücherlaus oder so Schafe. Was ist das? Ein Bücherlaus? Ja, das gibt es. Aber das sind keine völligen Dinge. Aha. Aber das brauche ich jetzt auch nicht, oder? Mhm. Und die Bücherlaus macht dann was? Natürlich in den Büchern. Habe ich auch schon gesehen. Und vielleicht in einem Buching sieht man die manchmal da, wenn man das öffnet. Da. Ja. Da, dann schaut das da raus, da irgendwie manchmal. Aber das ist nicht der Fall, weil das ist wirklich da sauber dahin. Also. Ja, das ist eindeutig sauber. Ja. Also dahinter sieht es unheimlich. Es ist eng, aber es sieht wahnsinnig gar nicht aus. Unglaublich. Ja, musst einigermaßen. Ja, also einigermaßen. Das ist weit mehr als einigermaßen. Weißt du, kannst einen Haufen machen. Also, ja. Dann bist du verloren. Wenn's nur hier durch und zack, nein, dann bist du verloren. Ja. Du musst einigermaßen anschreiben, das ist schon klar. Ja. Oder dann uralte Schweizer Bücher und so weiter. Ja, ja. Ja, alles Mögliche. Dokumente aus Geschäftshäusern raus, die abgebrochen worden sind, habe ich auch. Ja. Oder? Bücher Wolf habe ich viele Dokumente. Alte. Ja. Dort Kassenbücher. Buchsdruck auch, oder? Wo man fortgeworfen hat. Oder? Oder eine alte Mühle Senn. Papier, Getreide, Sakko, so Sachen. Also alles in allem ein riesiger Reichtum. Oder dann einen alten Schuhlöffel im Schuhruhshaus, im Uralten, oder? Ja, ja. 1920 oder was, so Sachen. Ja, Wahnsinn. Ja, dann gehen wir mal noch über Ui, ja? Gehen wir mal Ui dort, ja, oder? Genau, dann machen wir, ja. Das Ding da, ja, ist halt ein bisschen eng da, nicht, aber macht ja nichts, oder? Das habe ich alles selber gemacht, da. Aha. Weiss, oder? Ja. Das war nur roh. Ja. Oder eine Selberdispersion. Und da mit den Ilford, machst du alle will noch? Ja, natürlich mache ich das immer noch. Natürlich, die alte Papier, Fotopapier, die brauche ich auch noch. Denn nur ist es noch nicht momentan gerade nicht, oder? Und dann hast du entwickelt denn? Ja, Entwicklungsdinge sind überall. Utensilien sind überall da. Da ein Wasser, oder, etc. Ja, und dann kommt dann einmal ein Ding her, noch für ein grösseres Gerät, oder? Aber jetzt haben wir momentan keine Zeit, oder? Viel Entwickler geht, aber sonst momentan schon. Aber eigentlich ist alles, was du brauchst, he? Ja, das brauche ich schon, oder?
Da sind Filme dahin, Film, oder? Analoge Filme sind da auf Reserve, oder? Das ist natürlich verrückt, das ist natürlich schon nicht schlecht, oder? Ja, ja, natürlich. Oder? Wahnsinnig, ja, ja, sicher. Oder? Ja, Wahnsinn. Das öffnen, öffnen, ja. Ja, oder? Hey, das sind jetzt Rollfilme, das sind grössere als Kleinbild. Und, ja. Und die verfallen nicht? Mal, sie verfallen, aber es macht nichts. Aha, okay. Du müsstest so ein Ding mal öffnen, da. Ja, das sind alles Kinofilme, da? Ja, ich muss sie eben umpacken in so derge Hülle da. Aha. Sonst habe ich auch keinen Platz mehr nehmen, oder? Das sieht da hin, sind jetzt Kinofilme. Zum Beispiel. Ich habe angebrauchte Schachtel voll. Da sind Dinge, oder? So oder da. Sind alles Kinofilme. Und da hast du Blu-ray und DVD. 20, 30 Schachtel so voll. Ja, mehr. Mehr? Über 70. und alle verzeichnet. Das ist jetzt alles verzeichnet. Ja, ja. Also, das habe ich den meisten noch nicht gesehen. Ja, da könntest du natürlich Monate lang schauen. Ja, ja. Ja. Kiste in Sand am Meer, he? Ja, ja. Ist verrückt, oder nicht? Ja, ja. Ja, ist natürlich schön, gell? Normal, so ein Fundus hat. Ja, ja. Weißt du, was ich einfach schön finde? Ja. Weißt du, wenn jemand so eine Freude hat? Ja, ja, eben ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. Der andere hat Vögel, der andere hat aus dem Vogel, aber, oder? Ja gut, dann haben wir eine Brüde, ja. Ja, das macht nichts. Dann fangen an der Straße, da im Quartier. Ja, ja, allerdings, ja, ja. Das ist schon zwitschert hat man immer gehört. Oder? Ja, gut, dann zuerst mal zeigen wir mal einen anderen Bereich noch. Du musst aber das Stativ nicht vergessen. Dann noch. Oh ja, das müssen wir noch, ja, genau. Das nehmen wir noch mit. He? Gut. Ja, danke vielmals, Hans-Rudi. Was ist denn so dein grösster Wunsch noch vor dem Geburtstag? Eigentlich habe ich auch keinen Wunsch mehr, oder? Ja. Aber der Dauerwunsch ist natürlich Gesundheit, oder? Genau. Das steht über allem, oder? Ja. Und wenn man noch ein bisschen vorsichtig ist und noch ein bisschen tut, wie die Leute normal sollten tun, dann klappt das schon, oder? Und mit der Gesundheit, da habe ich kein Problem, kein Bedenken, oder? Noch nicht überall mitmachen wollen, oder? So ist jetzt das mein Credo. Und dort noch wieder hergehen und dort dieses und jenes und so weiter. Und nicht auf alle Leute hören. Selbst schon gar nicht. Oder? Das ist ja so, oder? Und darum würde ich sagen, oh, mach weiter so. Fertig, Schluss. Ja, so geht es weiter. Bis. Ja, gut, natürlich am 100. Geburtstag, wenn ich in 100 bin, oder? Jetzt bin ich noch nicht ganz 100, oder? Dann mache ich vielleicht mal eine Woche Ferien. Aber auch noch da. Oder? Dann tue ich mal entspannen. Schauen, wie weit ich komme mit allem. Ja, jetzt gehe ich wieder rein, da. Das habe ich nur gesehen. Ja. Aus in die frische Luft, ja. Ja, da kannst du schon fast nicht raus sein, da. Siehst du da. Oder? Aber du, jetzt bin ich, jetzt ist gut, jetzt bin ich da, jetzt kann ich rein, da.